Was mich ja interessiert ist, warum wir in diese Fallen laufen und wie wir da wieder rauskommen. Es kommt ja jetzt keiner auf die Idee, sich zu fragen, ob er jetzt ein authentischer Mediziner ist, ob er jetzt wirklich ein Politiker ist oder nur die Rolle übernommen hat, in die er da hineingewachsen ist. Und dass er sich dabei alle möglichen wunderbaren inneren Anteile und Bedürfnisse weggehemmt hat, das spürt er jetzt ja auch nicht. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das jetzt durch so mit Fingerschnipsen wieder freikriegt. Wenn sich so ein Mensch verändern wollte, wenn der wieder anders werden wollte, der hat sich jetzt verwickelt, jetzt müsste der sich entwickeln. Das macht er doch nicht freiwillig, weil der ist ja in einer guten Position. Der ist ja meistens deshalb so erfolgreich geworden, weil er das gekonnt hat. Was da wirklich passieren muss, ist etwas, der Mensch müsste eine Gelegenheit haben, mit diesen Anteilen, die er verbuddelt hat, wieder in Berührung zu kommen. Gucken sich um und manchmal passiert es einfach. Und da merkt man, das ist sowas wie eine Sternstunde. Da ändert sich ein Mensch plötzlich aufgrund einer einzigen Begegnung. Er hat gemerkt, dass da in ihm etwas war, was die ganze Zeit gar nicht hochgekommen ist. Und jetzt auf einmal, manchmal nennt man das dann Verliebtsein, was dann passiert. Und es passiert auch häufig in solchen Begegnungen, aber manchmal passiert es auch im Kino. Es haut einem die Füße sozusagen weg. Diese ganze Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit, diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, alles, was du mal in dir gespürt hast, ist ja irgendwie futsch hier. Das ist ja alles, du funktionierst optimal, bist total erfolgreich, aber du bist eigentlich nicht mehr richtig lebendig. Die Verführer sind ja überall. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was macht uns stark, dass wir uns nicht verführen lassen? Und da heißt die Antwort, das würde uns alle stark machen, wenn wir sozusagen wüssten, was wir wollen. Auch, was wir für jemand sein wollen. Und wenn wir sagen würden, wir wollen nicht uns zum Objekt der Verführungen anderer Menschen machen. Wir wollen unsere Würde wahren, dann hat man es auf einmal. Dann ist man raus aus der Nummer. Da können Rattenfänger kommen und so schön auf der Flöte spielen, wie sie wollen. Das hilft nichts mehr. Interessanterweise gibt es im Deutschen dann noch einen anderen Begriff. Und der heißt nicht, bewahren Sie doch bitte Ihre eigene Würde, sondern gehen Sie doch bitte einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst um. Wie komme ich wieder in Kontakt mit irgendwelchen damals als Kind oder im Berufsleben eingewickelten Bedürfnissen, die ich dann gar nicht mehr so richtig spüre, das geht automatisch, wenn sie anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Sie müssen schon extrem lieblos mit sich umgehen, damit sie das nicht mehr spüren. Lieblos mit sich selbst umgehen heißt ja, ich bleibe hier vor dem Monitor sitzen, obwohl ich eigentlich von meinem Rücken dauernd Signale bekomme, dass das jetzt einfach nicht mehr so gut ist. Liebevoll mit sich umgehen heißt, ich esse doch nichts, was mir nicht gut tut. Es ist ja nicht etwas, wo Sie immer darauf warten müssen, dass das alle anderen machen. Es geht nur um Sie selbst. Sie können sofort ab jetzt versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. So. Einfach sagen, das tut mir nicht gut, was ich hier mache. Es könnte passieren, dass wenn Sie selbst anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen, dass Sie dann auch irgendwie liebevoller gegenüber anderen werden. Ja, weil Sie fangen an zu strahlen. Das ist so, als ob man etwas Gespaltenes hat man jetzt wieder zusammengefügt und man ist wieder heil und ganz und authentisch und bei sich. Dann hat man die Gelassenheit, da muss man sich nicht über alles aufregen. Also ich wäre dankbar gewesen, wenn mir jemand, als ich noch ein junger Mann war, wenn der mir das mal erklärt hätte. Das hat keiner gesagt damals. Die haben alle gesagt, du musst dich anstrengen, du musst dir Karriere machen, du musst in Ordnung, sonst wird das nichts. Also die Frage ist, ob man das auch jungen Menschen mit auf den Weg geben kann, ohne dass die vorher durch das ganze Leid müssen. Wie wird man denn jemand, der eine Vorstellung von seiner eigenen Würde hat, der sich sozusagen ein Bild davon macht, was er für eine Würde besitzt und dem diese eigene Würde dann auch bewusst geworden ist? Die Würde des Menschen kann man jedem erstmal zusprechen, dass er sie hat. Dass er sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, das ist ein Prozess, das ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Da muss man ja Kindern offenbar Gelegenheit bieten, beim Heranwachsen und dann später den Erwachsenen. Beim Lebensvollzug müssen ja immer wieder das Gefühl haben, dass sie auch Wert besitzen. Und erst dann kann man sich seines eigenen Wertes und damit seiner eigenen Würde bewusst werden. Und wenn ich dann sage, geht doch um nichts weiter, als dass du wieder deine eigene Subjekthaftigkeit bewahrst und wiederentdeckst und dass du einfach
einfach nichts machst, dass du dich nicht anderen als Objekt für deren Absichten und Ziele zur Verfügung stellst, dann bewahrst du deine Würde. Und dann bist du auch nicht verführbar. Das machst du nicht, weil du bist bei dir, du weißt, was du willst. Und du machst dann natürlich auch nicht andere zum Objekt deiner Absichten und Ziele. Das passt ja dann auch nicht. Ich möchte meine eigene Würde nicht mehr verletzen.